So, ich würde mal sagen, erstmal braucht er noch einen Moment, oder? Bababa. Ja, schönen guten Abend aus Bulgarien. Ich hoffe, die Technik funktioniert, wie es immer sein muss, wenn man mal eben einen Livestream machen möchte. Verlangt natürlich das Programm ein Update, aber diesmal habe ich es doch zumindest zeitlich hinbekommen, innerhalb von, naja, mit 2 Sekunden Verspätung bei euch zu sein. Also nochmal schönen guten Abend aus Bulgarien. Ja, wir haben heute ganz spontan entschlossen, dass wir einfach mal wieder einen Livestream machen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lust habt, euch mit uns auszutauschen, könnt ihr das gerne machen, sowohl hier auf dem Stream in YouTube oder auch über die Facebook-Gruppe Die Auswanderer-Doku. Da könnt ihr auch Fragen reinschreiben, die werden die Facebook-Gruppe Die Auswanderer-Doku. Da könnt ihr auch Fragen reinschreiben, die werden auch gelesen. Ich habe hier die fleißige Assistentin Alexandra, die sieht doch gleich auch noch neben mir sitzen und die wird alle Fragen weitergeben an euch, ihr Lieben. So, also bei uns wird es jetzt hier langsam in Bulgarien. Moin, Max. Bei uns in Bulgarien wird es jetzt langsam dunkel. Ich habe noch ein bisschen Holz gemacht, Brennholz und stilecht ist der Ofen natürlich auch schon ein bisschen angeheizt, weil die Abende werden auch immer kühler bei uns und da ist es dann schon angenehm, wenn der Ofen brennt. Ich hoffe, der Ton ist für euch okay und das Bild auch. Hab noch ein bisschen Zusatzbeleuchtung gemacht, ist immer ein Thema hier. Ach, Hey. guck an, Ben und Lena sind auch da. Moin, moin. Lieben Gruß zurück nach Pragnitzer. Tom Steinle, hallo ihr zwei, liebe Grüße von Gudrun und Tom. Ja, liebe Grüße zurück an euch. Wir müssen uns auch bald mal wieder sehen, ne? Ton und Bild ist super, alles klar. Super, freut mich. Anna Meier schreibt, hi, Tag. Hallo, Anna. Und Ben schreibt, Ton und Bild ist super. Ja, alles prima. Wobei ich das Gefühl habe, ich habe Standbild, aber bei dir läuft es, oder? Ja, mit Verzögerung. Also das ist, ja. Frank Keil ist dabei. Frank, Doberwetscher. ganz liebe Grüße auch an dich. Andreo, moin, moin. Andreo, Gruß nach Hamburg. Ingo, moin, moin. Ingo auch, hi. Hey, was los? Max Martin schreibt, bei mir ist das Bild harkend. Ja, kann ich jetzt im Moment nicht viel dran machen. Also ich habe keine weiteren Fenster groß offen. Kann man gerade schauen. Was kann ich. Bevor ich hier alles abschieße, kann ich noch irgendwas schließen? Ja, kann ich noch. Aber das geht auch noch weg. So, also mehr kann ich nicht machen. Ich hoffe, dass das Bild flüssig läuft. Andreas schreibt Gruß zurück. Katrin ist da. Hallo ihr Lieben, geht es Katrin, euch hi. gut? Helmut Fuchs, hallo Grüße aus Marbach. Auch Grüße nach Marbach zurück, Helmut. Schön, dass du dabei bist. Max sagt, aber der Ton ist gut. Okay, prima. Ben ab und an hält das auch, aber ist nicht schlimm. Ja. Und die Anna fragt, was machen deine Bauprojekte? Ach, hör auf. Tausend Projekte, tausend Projekte. Ja, und ich lese gerade von Ben, sag mal, wann bekommt ihr Hühner? Das ist auch in dieser Frage mit drinne. Also das Hühnerprojekt oder Hühnerhaus ist auch noch nicht fertig. Da kommen natürlich auch noch Berichte drüber. Das wird noch fertiggestellt und erst dann gibt es Hühner, weil wir haben das damals
mit so einer, oder mehr Culpa, ich habe das damals in so einer Hauruck-Aktion damals kriegen und nichts war wirklich vorbereitet dafür und das mache ich nicht nochmal. Das war echt schon anstrengend, da sind wir dann irgendwann mal einkaufen gefahren und da waren unsere beiden Kleinen, als sie noch alleine waren, die waren gerade mal ja, so groß und wir sind einkaufen gefahren und kamen wieder. Und bei uns auf dem Bürgersteig standen die Schweine und haben gesagt, ach, seid ihr auch wieder da. Also das muss ich nie wieder haben. Also vorher Gehege, alles fertig und erst dann kommen die Hühner. Zwischenzeitlich habe ich noch ein Gästezimmer fertig gemacht. Corona-bedingt ist ja alles ein bisschen schwieriger. Und unter anderem auch das Mechanat zugehabt, wo sonst immer unsere Gäste untergekommen sind. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, egal was ist, machst mal ein Gästezimmer, das ist auch fertig. Es gibt so viel zu berichten, aber ich mag im Moment keine Videos drehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, jeder, der selber Videos macht, der kennt, die man mal so eine Phase hat, wo man sich denkt, nee, ich packe jetzt nicht die Kamera aus, ich drehe jetzt einfach nicht. Aber es passiert viel und es wird auch alles im Nachlauf noch berichtet, was schon passiert ist. Ja, es tut mir leid. Also auf das Bild habe ich keinen Einfluss. Das ist die Übertragung. Ich habe da leider, da kann ich nichts machen. Also Mikrofon habe ich extra ein separates angeschlossen, damit der Ton gut ist. Aber auf die Bildübertragung habe ich leider keinen Einfluss. Max schreibt, wie viele Hühner wollt ihr? Ja, eigentlich sehr, sehr viele. Nein, das Problem ist ja, also wir haben ein überschaubares Hühnergehege und da soll auch nur ein Stammbestand rein. Und dann sollen die sich aber auch fröhlich vermehren dürfen und die dann zu viel sind, die sollen den Sommer über in dem ehemaligen Schweinegehege leben dürfen und werden dann zum Winter rein geschlachtet, weil das Schweinegehege ja als solches nicht mehr genutzt werden darf. Und es wird auch nie wieder passieren, weil wir haben halt wirklich die Schweinefabrik hier direkt vorm Ort und wir werden für immer eine Bannmeile bleiben. Ich glaube, 3 Kilometer rund um eine Schweinemastanlage, eigentlich gar keine Schweine mehr gehalten werden. Helmut Fuchs, wer hat Erfahrung mit OK Bulgaria, ist eine Maklerfirma? Ja, die kennen wir sehr gut. Darüber haben wir gekauft und wir waren zufrieden. Anna fragt, schlachtest du selbst? Ja. Max fragt, also wollt ihr auch einen Hahn? Was wollt ihr für eine Hühnerrasse? Die es bei uns auf dem Markt gibt. Ich habe da jetzt keine Präferenzen oder irgendwas. Das ist mir eigentlich vollkommen egal, weil das sind die Hühner, die hier auf dem Markt verkauft werden, sind schlicht und ergreifend Zweinutzungshühner. Sprich, die legen gut Eier und setzen auch gut Fleisch an. Und das ist ideal. Frag mich nicht, ob das irgendeine Rasse überhaupt ist. Aber die sind halt darauf ausgelegt, ordentlich Eier zu legen und auch ein vernünftiges Fleisch anzusetzen. Ich verhaspel mich schon bald. Ja, und die werden es werden. Also keine besondere Hühnerrasse, irgendwie wegen der Optik oder irgendwas. Die sollen halt was bringen, dafür sind sie da. Ben schreibt an den Max, Hahn muss sein, der bringt Ordnung bei die Weiber. Ja, der bringt Ruhe ins Volk, ja. Der singt dann, komm und bedien dich bei mir, gell? Max sagt, ich frage, wenn nicht mehr viele Rassen einen vernünftigen Bruttrieb
haben. Ja, ich denke mal, dass das genau ein Vorteil sein wird, dass es keine richtigen Rassehühner sind, sondern halt Hühner, die funktionieren. Und vielleicht ein Mix aus irgendwas. Und Ben schreibt, zack, Ohrwurm. Ja, genau. Komm und bedien dich bei mir. Ja, wir kriegen wir gleich noch einen Claim von Sony oder so. Ich singe lieber nicht weiter. Er schreibt dann auch, Dorfhühner können das, keine Sorge. Ja, da habe ich auch überhaupt keine Bange vor. Also ich denke schon, dass man da Nachwuchs schon produzieren können. Ja, und wir wollen auch auf jeden Fall einen Hahn dabei haben, logischerweise. Ja. Hatte ich ja noch gar nicht beantwortet. Ja, ja, und selber schlachten ist für mich kein Thema, weil ja, ich bin halt ein Landkind und ich bin damit groß geworden und ich habe auch schon mitgeholfen, wo wir 200 Hähnchen zeitgleich verarbeitet haben. Das ist normal. Ja, ich weiß nicht, das gehört für mich dazu. Ist okay. Ich habe kein Problem damit. Mir ist wichtig, dass die Tiere unter meiner Obhut oder unter unserer Obhut und ja, dann einen zügigen Tod erfahren und nicht leiden. Und die kriegen keine Transportwege mit oder werden irgendwo hin und her geschippert oder sonst was. Und ich denke, besseres Fleisch jetzt von der ethischen Ebene aus kann man nicht produzieren, als wenn man es selber mit Liebe herstellt und dann die Tiere auch würdig dazu zum Ende bringt. Ja, was auch immer. Blödes Thema, ich weiß, viele Ecken da an. Ich sehe es halt so. Frag mal Ben, ob Simon in der Grippe fertig ist. Ja, genau. Ben, wie geht's dir gesundheitlich? Hast du deine Männergrippe überlebt? Ja, und Max sagt, in Deutschland gibt es leider keine Dorfhühner, sondern nur Rassehühner oder Hybridhühner. Naja, gut, so vermopste Dackel kannst du ja in Deutschland auch kriegen, aber da wird es halt schief angeguckt, ne? Weil es ist, so ein Mix aus allem Möglichen ist dann oftmals dort nichts wert. Wobei ich sage, genau wie bei Hunden, die reinrassigen Sorten sind immer anfälliger als die, sage ich mal, die den Genpool von mehreren Sorten zusammentragen. Die sind meist stabiler, also von daher. Anna fragt, gibt es Schlachter, die eigene Tiere schlachten und verarbeiten? Ja, weiß ich nicht. Also die Leute, die hier Tiere zum Eigenbedarf halten, die haben auch immer, entweder schlachten sie selber vor Ort oder haben einen Bekannten, der das für sie macht. Aber natürlich ganz normal, die Viehbetriebe, die haben auch ihre Schlachthöfe, wo das erledigt wird. André, ich habe die Frage richtig verstanden, hoffe ich. Andrea fragt, wie ist das Wetter bei euch? Bei mir in Hamburg bedeckt, aber warm. Ja, wir hatten heute jetzt mal wieder, nach 2-3 Tagen, hatten wir mal wieder ein bisschen Sonne zumindest. Und ja, so um die 10 Grad oder so, also jetzt nichts Prickelndes, aber man freut sich über Kleinigkeiten. Oh mein Gott, ja, Ben, danke. Todesähnliche Zustände, aber langsam geht's. Ich verstehe dich vollkommen. Oh Gott. Ja. Ein Teufelskreis. Ja, natürlich. Er hat einen Schnupfer und liegt im Sterben. Nee, also bei deinem letzten Livestream hast du dich auch nicht gut angehört und anscheinend hat sich's danach ja nochmal gesteigert. Also freue mich, wenn du über den Berg bist. Max, alle Rassen, egal ob Huhn oder Hund, die Merkmale wurden durch Inzucht gefestigt.
Ja, wie auch immer. Aber ich bin da halt der Meinung, dass ein gesunder Mix immer noch was Stabileres ist als ein reinrassiges Tier. Ja, und es kommt noch dazu, was der Ben schreibt. Du musst hier auch erstmal Rassehühner finden, wenn du welche möchtest. Das stellt sich nicht so einfach dar. Dementsprechend, mir geht es nicht um irgendeine Rasse, um da tolle Fotos von zu machen oder so. Hühner sind eh schön. Und ob das jetzt ein Vermopster-Dackel ist oder nicht, das ist mir vollkommen wurscht. Die sollen stabil sein, die sollen gesund sein, die sollen Eier legen, die sollen sich vermehren. Und am Ende vom Tag natürlich auch noch ein bisschen Fleisch ranbringen. Jens Pieske ist da. Jens, grüß dich. Hi. Und schreibt, hallo ihr beiden, schön wieder von euch zu hören. Muss leider wieder in die Sommerküche den Rest vom Schwein verwerten, das wir heute geschlachtet haben. Lieben Gruß aus der Ukraine. Ja, Jens, dann wetz die Messer und ran an Speck. Darf man ja sagen, in dem Fall passt es ja. Und Ben schreibt, Schnupfen, einige Fragezeichen, viel schlimmer. Morgens immer noch mit Würfelhusten, mit Auswurf, in allen Farben, egal. Vielen Dank für die Bilder in meinem Kopf, ist in Ordnung. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr, heute esse ich nicht mehr. Andreas schreibt, stimmt. Welche Farben? So Regenbogenfarben oder? Du willst das Thema nochmal vertiefen, ja? Ja. Ah ja. Oh, Jens schreibt, wird viel Leberwurst. Bleibt gesund und bis bald. Ja, also wer selber metzgern kann, selber schlachten kann und selber wursten kann, das ist natürlich schon... Was für Leberwurst? Frag mal, die grobe, die... Frag mal. Das ist natürlich Gold wert. Also das ist schon eine tolle Sache. Da beneide ich dich auch ein bisschen. Nicht ein bisschen. Neid, neid, neid. Ja. Und ich soll von der Alexandra fragen, welche Leberwurst? Die grobe Leberwurst oder die feine Leberwurst? Oder die ganz grobe Leberwurst, die dann teilweise so grob ist, dass man noch das entsetzte Gesicht vom Schwein erkennen kann? War nur ein Witz, Entschuldigung. Mehr Kulpa. Ja, und Ben hat jetzt Lust auf Leberwurst. Ja, das verstehe ich. Leberwurst ist auch was Gutes. Wenn sie gut gemacht ist. Ja. Frisch aus dem Kühlschrank raus. Drei Sorten. Fein, etwas grob und mit getrockneten Steinpilzen. Der Jens. Herr Jens Biske, können Sie bitte jetzt den Chat verlassen? Nee, geil. Super. Finde ich Granate. Wahnsinn. Aber Jens Piske ist jetzt nicht Steffen aus Ukraine, oder? Nee. Weil der hat halt... Na, wir haben noch einen anderen bekannten YouTube-Bekannten und der ist auch in der Ukraine. Ich weiß nicht, ob du dessen Videos vielleicht kennst, Jens. Ja, also der Auswurf von Ben, so Regenbogen wie bei der Gummibärenbande, alle Farben, Pastell, Neontöne. Okay, den Steffen kenne ich auch. Ja, ich sehe es gerade. Okay. Hoppa. Du schaust auch mal auf Facebook, ne? Falls immer was wieder. Ist. Gut. Ja. Also, Chefin hat alles im Griff. Also, es läuft wie ein Einser, da kann gar nichts passieren. Ja, Anna, da bekommt man Hunger. Ja, die guten Sachen sind manchmal so einfach. Einfach nur ein gescheites Leberkäsebrot oder Streichwurstbrot. Ja, ist was Gutes. Alle haben jetzt Hunger im Chat. Ja. Nein, wir haben nur gegessen, Ben. Tom fragt, werde ich demnächst Bauchspeck räuchern?
ist gerade noch in der Pökelphase. Ja, das soll er mal abliefern. Da kannst du dann mal ganz, ganz gepflegt hier anrutschen und dann werden wir das mal verkosten. Granatenidee, oder? Ja, und Ben sagt, schmeiß den Jens mal raus, ist ja ich. Ja, Anna Meier sagt, ein Vesperbrettli. Ja, das ist so schön. Ja. Ja. Eingelegte Gürkchen, ein paar Zwiebeln dazu, ein paar gut belegte Brote. Ja. Und dann zusammensitzen und ratschen und Vespern. Ja, das ist schön. Mehr braucht es da eigentlich nicht. Ja, gutes Brot, erzähl mal von meinem Brot. Ja. Selber essen macht fett, hallo. Der Selbstversorgergarten. Ja, schönen guten Abend. Moin. Oder moin, ja, wie auch immer. Ihr habt es jetzt 16:30, glaube ich, in Deutschland, ne? So ungefähr. Ja, moin, schön, dass du reinschaust. Sei gegrüßt. Was macht der Garten? Geht noch was? Kann man noch ernten in Deutschland? Ja, gutes Brot ist natürlich auch so eine Sache. Aber mittlerweile haben wir ja auch unsere Quellen. Also hier gibt es nicht nur dieses labberige Weißbrot. Nennt sich hier Cerenclub, also Schwarzbrot. Ist aber nicht schwarz. Das ist halt ein bisschen ein geschmackvolleres Brot und nicht dieses Gummibrot, was nicht schlecht schmeckt, aber man braucht es nicht immer. Ja. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir auch anderes Brot bekommen. Der Selbstversorgergarten hat geschrieben, ja, ein bisschen. Ja, nur ein bisschen, ja. Kommt aus dem Garten an Brot geworden? Ja, Alexandra hat es deklariert, also falls jemand noch irgendwie einen Mauersturz für eine Tür braucht, darf sich gerne an uns wenden, wir hätten da noch eins. Also, nee, nicht so doll. Grad was bei Anna. Okay. Anna, wo bist du dann bitte? In Deutschland irgendwo. 19 Grad. Ben sagt, sagt mal, schaut ihr Nachrichten? Ja, wir haben deutsches Satellitenfernsehen und schauen natürlich auch die deutschen Nachrichten. Also das ist auch so mein Morgenritual, ein paar Tässchen Kaffee, Nachrichten gucken und so, ja. Anna schreibt, ich backe Brot und Brötchen und Süßwaren selber. Das wäre die perfekte Frau für dich. Der Selbstversorgergarten erntet Chilis, Paprika und Zucchini. Im jetzt November. Zucchini. Im Geil. November Zucchini. Also hast du irgendwie einen Folientunnel oder so? Ich hab dich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Es tut mir leid. Ich habe mit Sicherheit schon Videos von dir gesehen, aber ich weiß gar nicht. Also aus dem Garten oder aus dem Gewächshaus? Jetzt noch Zucchini. Anna Meier kommt aus Was habt ihr für Temperaturen abends? Da müsste doch bei euch schon fast Frostalarm sein, oder? Anna kommt aus Baden-Baden. Okay. Oh, cool. Sabri ist da und schreibt Huhu. Hallo, zurück, Sabri. Und Ben schreibt, ich lag ja die letzte Woche und habe auch Nachrichten gesehen. Jetzt werde ich jetzt wieder damit aufhören. Too much. Ja, man muss nicht alles an sich ranlassen. Das ist richtig. Das ist auch, denke ich, mit ein großer Gewinn, wenn man hier in Bulgarien lebt, dass man sagt, ja komm, laufen lassen, ist egal. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Man filtert mehr und sagt einfach, nee, da sage ich jetzt nichts zu. Also mir persönlich geht es zumindest so. Und das hat dieses Land auf jeden Fall mit mir gemacht, ja. Der Selbstversorger. Der Selbstversorgergarten schreibt, also mein Chef hat ein großes Gewächshaus und soweit ich gesehen habe, an die immer noch Zucchini
und jede Menge Chilis und Paprika, die werden alle überwintert. Ja, mit Paprika überwintern bin ich ja mal extrem erfolgreich dieses Jahr oder im letzten Winter gegen die Wand gelaufen. Also das tue ich mir nicht nochmal an, das weiß ich jetzt schon. Weil das hat zu 0% funktioniert. Wir sind im Haus während der Überwinterung, ich glaube, ich hatte, boah, lass mich lügen, ich glaube, 7 Pflanzen hatte ich, davon sind, glaube ich, 3 während der eigentlichen Überwinterung über den Jordan gegangen und die restlichen haben dann 2 überlebt, den Umzug wieder von drinnen nach draußen und die beiden sind dann im Garten verreckt. Und also, nee, mache ich nie wieder. Aber gut, wenn das, aber kann man, hä? Warte mal. Ja gut, also Zucchini kann man ja, ist ja Quatsch, kann man ja nicht überwintern, aber Chilis und Paprika, also ich habe kein Interesse an Chilis, weil wir essen nicht scharf. Und Paprika habe ich ja berichtet. Also, nee. Überwinterung ist da kein Thema. Aber gut, wenn das in den Gewächshäusern klappt, ich meine, super Sache, klar. Wie gut der Ernteertrag ist, hätte ich gerne erfahren. Deswegen habe ich es ausprobiert. Hat nicht sollen sein. Okay, eine Erfahrung reicher. Baden-Baden 19 Grad. Da komme ich ja nicht drüber weg. Regel. Ja, der Selbstversorger Garten schreibt, also ich hatte letztes Jahr auch eine Chili-Pflanze eingepflanzt, habe die überwintert. Na gut, ein paar sind kaputt gegangen, aber im Frühjahr hat sie geschossen wie im Spieß. Wobei Chili esse mir halt gar. Okay. Ich kriege hier gerade eine Warnung wegen der. Moment, wegen der. Vielleicht löst es euer Problem mit der Audioauflösung. Nee, das ist totaler Kappes. Ich habe gehofft, ich kann da irgendwas berichtigen, aber nein, kann ich nicht. Okay, müssen wir mit leben. Ich hoffe, es hackelt nicht zu sehr. Bei mir ist der Stream-Status auf gut. Also allzu schlecht sollte es eigentlich nicht laufen. Ich bitte es zu verzeihen, ich kann da jetzt gerade nichts ändern, falls es nicht so ist. Ja, Chili-Pflanze eingepflanzt, habt die überwintert. Na gut. Kaputt gegangen, aber früher hat's geschossen im Spieß. Nee, also bei uns war absolut gar nichts. Also die einzigen beiden, wie ich gesagt habe, die ich dann noch tatsächlich in die Erde bringen konnte, die haben dann komplett aufgegeben. Also die sind dann komplett abgestorben. Leider null Erfolg von 7 und deswegen. Ich glaube, meine ist richtig zu erinnern, dass es 7 Pflanzen war und von daher weg. Komm, vergiss es. Dann lieber im Frühjahr neue Samen in die Erde und auf geht's. In Hamburg sagt Andreo 15 Grad. 15 Grad, auch nicht schlecht. Also eigentlich mehr als wir hier haben. Jürgen ist da, Jürgen Greiner. Ja, schönen guten Abend, ne? Jürgen Greiner. Hallo meine Lieben, schreibt er, ich muss mir den Stream leider später anschauen, bin gerade in einer Lerneinheit. Okay, alles klar, Job geht vor, kein Thema. Büffel ordentlich, lieben Gruß. Und Tom schreibt, hatte auch eine schöne Pflanze, ist aber in Rauch aufgegangen. Ja. Manche züchten das dafür.
Django ist da. Jo, Rumpeli-Bumpel. Grüß dich. Hi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In Darmstadt um die 20 Grad. Was ist denn los bei euch, sag mal? Was ist da los? Jetzt werde ich aber langsam neidisch. Mhm. Ihr habt da alle so gutes Wetter, Mann. Nee, also so schlimm ist jetzt bei uns auch nicht. Aber es ist schon hart herbstlich. Und ja, was haben wir so? So 8 Grad, 10 Grad, um die Ecke 12, dreht ja. sich 12. Starken Winde und es macht schon mal viel aus. Weil wenn es hier dann noch windig dabei wird, hui, dann ziehst du aber noch mal eine Jacke extra an. Mich wird interessiert, ja, vielleicht das können wir hören, Corona, aber wie ist es bei den Leuten und wie planen die Weihnachten? Ja, genau, könnt ihr ja mal reinschreiben. Wie ist denn eure Corona-bedingte Weihnachtsplanung? Weil, also unser Weihnachten ist ja mittlerweile manifestiert, sprich, wir bekommen eh keinen Besuch. Und von daher haben wir uns neue Traditionen selber geschaffen. Wir sind davon jetzt nicht so betroffen, aber wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr da irgendwelche Pläne, was Weihnachten und Zeug angeht? Also Weihnachten bei uns, ich nehme es mal vorweg, damit ihr Zeit habt zum Schreiben. Weihnachten bei uns ist halt so, dass wir uns beide jeweils 2, 3 klassische Weihnachtslieder wünschen dürfen, die gemeinsam anhören und dann darf auch mal ein Tränchen verdrückt werden. Und danach wird Geburtstag gefeiert, weil am Ende vom Tag ist Weihnachten ja der Geburtstag von Jesus und dann wird bei uns die Musik halt umgestellt auf Partymusik und dann wird es auch ein bisschen lauter im Haus und so ist unser heiliger Abend. Ja, Rumpel schreibt, Winter fällt aus, unsere Karte fängt an Fell zu verlieren. Ja, zum Thema Fell. Übrigens, gutes Stichwort, ja. Da kommt die Tage jetzt in die Auswanderer-Doku-Gruppe auf Facebook, kommt noch ein Angebot rein. Ganz interessante Geschichte, gerade jetzt für die kalte Jahreszeit. Ich kann das schon mal zeigen, Moment, ich hocke nämlich gerade selber drauf, das ist so angenehm. Du und dein Fall. Sowas hier. Nicht von uns, von einer lieben Freundin von uns, die macht die selber und da werde ich die Tage noch eine Datei hochladen, sprich Fotos und so weiter. Super angenehm, super schön drauf zu sitzen, drauf zu liegen. Tolle Sache für den Lieblingsplatz am Öfchen oder auch im Bett als Rückenwärmer. Und das ist 100% Bio. Ne? Ganz tolle Geschichte. Und da mache ich dann noch genauere Angaben, was dazu bekommen ist. Die Größe, Preis und so weiter findet ihr dann in unserer Facebook-Gruppe, die Auswanderer-Doku. Ja, Andreo sagt, Weihnachten keine Planung, fällt aus, wegen ist nicht. Ja, gut. Kann ja jeder halten, wie er will. Passt schon. Anna schreibt, also ich habe nichts geplant. Der Selbstversorgergarten. Ja, Anna, wenn man da sagt, ich feiere nicht, dann feiere ich nicht. Ist ja auch gut. Der Selbstversorgergarten sagt, also ich habe noch die Bratpaprikasorte Pimientos de Padron scharf. Mhm, ja. Die ist ja bei den Garten-YouTubern sehr angesagt. Nun ja, wir essen nicht gerne scharf. Das ist dann auch ein Thema bei der Sorte. Rumpel schreibt,
ich darf mich mit dem Schwiegermonster amüsieren. Ja, wunderbar. Kannst du Weihnachten noch Drachen steigen lassen? Ist doch prima. Besorg eine Leiter. Schenke dir zu Weihnachten. Und Anna schreibt. Aber halt drunter, mich da raus. Und Anna schreibt drunter, solange es kein Drache ist, wo Feuer spuckt. Ja, ja, weiß man nicht. Vielleicht, wenn sie vorher ein, wie heißt das Zeug? Sambuca trinkt. Und dann Tsunami mit dem Feuerzeug dran. Wupp, hast den Mist. Ingo ist da. Er schreibt, Ingo, hi. Weihnachten mit der Familie, so wie immer, nur ohne Weihnachtsmarkt. Ja, Weihnachtsmarkt ist schon auch ziemlicher Kommerzkrempel, ne? Also es leitet so in die Stimmung ein bisschen rein, ne? Selbst wenn das Wetter nicht passt, aber ich habe auch schon in Bayern Weihnachtsmärkte mehr oder weniger fast mit einer kurzen Hose besuchen können. Das war schon auch ein bisschen schräg, aber es ist so ein bisschen schon eine Einleitung in diese besinnliche Zeit. Ja, eigentlich schade, ja. Aber mein Gott, müssen wir durch. Oder ihr, wir nicht. Ja, Ben schreibt, Weihnachtslieder, klar, Bescherung, Lieder singen, Baum aufstellen, Gansente oder so etwas brutzeln. Ja, ist auch geil. Wir haben halt uns halt komplett neu aufgestellt damals, weil wir gesagt haben, ja, Familie ist weit weg. Wir brauchen den ganzen Popanz nicht. Wir haben so ein Holzbäumchen mit Beleuchtung, den stellen wir hin. Der ist batteriebetrieben, der läuft ein paar Stunden. Und der ist selber gebaut, beziehungsweise von einem Freund von uns. Und mehr ist da nicht. Wir machen hier auch keinen Deko-Schnickschnack, Weihnachtsgedöns oder so. Aber ja, klar. Rumpel schreibt, Katzenfell wärmt auch ganz schön. Demnächst werde ich mit dem Spinnen der Katzenhaare beginnen, damit ich bis zur Rente meinen Pullover fertig bekomme. Ja, dann gib mal Gas. Ich weiß nicht, wie viele Katzen du hast, aber ich weiß, dass Katzen spinnen, aber dass man mit Katzenhaaren spinnen kann, habe ich noch nie gehört. Geht das überhaupt? Glaube ich gar nicht. Also Hundefell, ja, das geht. Aber Katzenhaare? Ja, der Selbstversorgergarten schreibt, wir haben zwischen 17 oder 19 Grad, manchmal auch nur 14 Grad in Nordrhein-Westfalen. Ja, okay. Nordrhein-Westfalen, da bin ich ja auch her. Ich komme aus dem Kreis Borken und du bist von wo? Ja, 17, 19 Grad. Also ich hoffe ja mal, dass wir hier jetzt dass sich's bei uns auch noch ein bisschen dreht und wir auch ein bisschen mehr Wärme bekommen. Weil das so muss das noch nicht bleiben. Und das ist eigentlich auch nicht normal hier, also dass es jetzt so frisch ist. Es darf sich gerne noch verkrümeln bis Ende Dezember. Dann kannst du dich einen Monat austoben und dann darfst du auch wieder abhauen. So wäre es mir am liebsten. Hatte ich schon erwähnt, dass ich keinen Winter mag? Winter ist nicht meine Welt. Da ganz klar. Also ich mag die Sonne und die Wärme. Ja, Anna-Maja fragt gerade, aus welchen Kreisen seid ihr denn? Also jetzt hier in Bulgarien oder aus welchen? Ach so, nee, bezogen auf den Selbstversorgergarten wahrscheinlich. Also ich bin gebürtig aus dem Kreis Borken. Borken, Ahaus, direkt holländische Grenze. Und ich bin aus Bayern. Und Alexandra ist aus Bayern, die kommt nicht aus Nordrhein-Westfalen, ja. Achso, in Bulgarien, wir leben hier in der Dobrutscha. Also das ist der Bereich um Dobrutsch herum, Richtung Rumänien. Wenn du an der Küste, an der bulgarischen Küste lang schaust und nach oben Richtung Rumänien, das ist der Grenzbereich zwischen Bulgarien und Rumänien. Das ist die Dobrutscha. Ja, Rumpel schreibt,
Die Baumärkte müssen sich auch mal umstellen. Da gibt es schon seit Mitte Oktober Streusalz und Schneeschaufeln. Alles totes Kapital. Ja, ist schwierig. Ich habe ja selber über 10 Jahre im Baumarkt gearbeitet und es ist schwierig, weil du musst das Zeug halt dementsprechend früh auch ordern, sonst stehst du mit leeren Händen da, wenn es soweit ist. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch deine Verkaufsflächen, die dann irgendwann offen sind, also leer stehen. Und ja, wenn ich keine Aussaaterde mehr verkaufen kann im großen Stil, was halt im Normalfall im Frühjahr ist und nicht im Herbst, dann ist diese Fläche tot. Und dann wird natürlich was anderes dahingestellt. Und dann gibt es auch welche, die sich bevorraten mit Streusalz, falls mal was ist. Es gibt, soll ja in Deutschland 2-3 Leute gegeben haben, die haben sich Toilettenpapier auf Vorrat gekauft, falls mal was ist. So, und bevor die Frage kommt, nein, in Bulgarien überhaupt kein Thema. Es gab immer genug Mehl, es gab immer genug Nudeln, es gab immer genug Toilettenpapier und es gab immer genug, was habt ihr noch gehortet, Hefe in Deutschland. Überhaupt kein Thema bei uns. Ja, der Selbstversorgergarten ist in der Nähe von Köln und schreibt, so, ich bin dann mal weg, ne? Bis zum nächsten Mal, ihr zwei. Jo, lieben Gruß. Charmanten Abend noch und schönen Dank, dass du dabei warst. Ja, Baumärkte, wie gesagt, also wir haben das auch schon. Ich war damals in einem bayerischen Baumarkt Angestellter und wir hatten da echt ein Thema, noch irgendwie an Streusalz und irgendwie an Schneeschaufeln zu kommen. Also ich bin da mit dem Transporter durch die Gegend gerutscht und habe von befreundeten Märkten teilweise so die Hälfte von deren Bestand noch irgendwie mit viel Bitte, Bitte und Danke holen können, damit wir überhaupt den Kunden noch ein bisschen was anbieten konnten. Und dementsprechend musst du halt vorher bestellen, wenn es noch genug gibt. Und ja, und dann wird es natürlich auch hingestellt, damit es einer hoffentlich kauft. Ist doch klar. Anna schreibt, Mitte September gibt es schon Weihnachtssüßigkeiten. Finde ich selbst viel zu früh, macht die Weihnachtsstimmung kaputt. Was denkt ihr dazu? Ich sehe das genau so wie du. Wenn ich in einer kurzen Hose da reinlaufe und da liegen Stollen, denke ich mir auch, alter Falter. Aber auf der anderen Seite, es sind Geschäftsleute und es ist ein Indiz dafür, der Rums wird um die Jahreszeit schon gekauft. Und die Leute müssen Geld verdienen, damit sie ihre Löhne zahlen können und ihre Mieten bezahlen können. Und deswegen stellen die das Zeug in die Regale, was geht. Und wenn im September die Leute Stollen kaufen, ja bitte, Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Wenn das Zeug da drin liegen würde wie Blei, dann legt es nicht da drin. Es wird gekauft, ganz einfach. Mein Lieblingszweig ist da. Ui, Dogs Island. Und er schreibt, huhu, Micha, und ein nettes Hallöle in die Runde. Hashtag like 5. Da bin ich ja noch unter den ersten 10 hier. Top. Ja, das Däumchen hoch. Jetzt haben wir schon 6 Däumchen. Ja, ihr dürft gerne mal einen Daumen hoch lassen, wenn ihr ein bisschen Spaß habt und euch unterhalten fühlt. Ist immer gut. Ein Daumen nach oben freut sich immer der Kanalbetreiber, wenn sowas kommt. Mr. Tracer, hallo zusammen. Hi, Mr. Tracer. Schönen guten Abend. Danke, dass du dabei bist. 7. Danke. Und danke für deinen Daumen. 8 schreibt er. Okay. Der Zwerg macht 8. Okay. Also ich, ja, stimmt. Ihr kriegt es schneller mit als ich. Das ist echt. Wup, wup. Jetzt schreibt er 9, aber ich habe immer nur 8. Übrigens, ja, okay. Bei Doc auf dem Kanal. Ja, genau. Doc's Island, auch ein Garten-YouTuber und macht sehr nette Videos. Wer da Interesse dran hat, bitte gerne mal reinschauen beim Doc's Island. Lohnt sich. Der ist interessante. Nicht so abgehoben wie die. Naja, Großen. Komm. Ja. Gerne reinschauen beim Doc. Empfehlung.
immer schwierig, jedem Kunden. Yvonne Büttner, Grüße aus Wuppertal. Yvonne, hi. Neubulgarien, Gruß zurück nach Wuppertal. Ja, im Moment ja schwierig für dich, ne? Kannst nicht rüberkommen. Wolltest du oft schon so gerne, ne? Aber gut. Rumpel schreibt, naja, die Lebkuchen werden immer vernichtet, sonst würden sie auch jahrelang im Lager liegen. Denn wer braucht bei 20 Grad im November Lebkuchen? Ja, wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Ja, jede Verkaufsfläche ist teuer für einen Unternehmer und die packen das Zeug da rein, was gekauft wird. Da kannst du nichts machen. Das ist so. Und wenn die Leute im Juli Weihnachtskugeln kaufen wollen, dann liegen die Dinger im Regal, weil sie sich drehen. Weil was geht. Weil Umsatz gemacht wird. Doc schreibt, oh, danke für die Werbung, freue mich über jedes Abo, lieb von euch. Ja, kein Problem. Wir nehmen uns ja gegenseitig nichts weg. Manche meinen immer, die YouTuber untereinander, die müssen alle verfeindet sein, weil die sind ja Konkurrenten. Totaler Blödsinn. Wir sind keine Konkurrenten, sondern wir teilen A, die gleiche Leidenschaft und B, wir sind ja kein Konsumartikel. Wenn ich jetzt, ja, bleiben wir bei dem schönen Beispiel Toilettenpapier. Wenn ich jetzt eine Packung Toilettenpapier gekauft habe, dann brauche ich erstmal keine mehr. Aber wenn ich ein Video geschaut habe, dann habe ich danach vielleicht Lust auf das nächste Video und schaue mir das an. Und dann schaue ich mir noch ein Video an. Das ist ja vollkommen wurscht. Also von daher, ich sehe die Konkurrenz kein Problem mit anderen YouTubern. Egal ob wer von unseren Kollegen und. So, jetzt ist Alexander mal ganz kurz weg. Jetzt muss ich ein bisschen selber da reinschauen. Gerade aus der. Hast du hier? Achso, okay. Boah, deine Schrift ist echt schwer zu lesen. Kannst du die mal auf die Standardschrift wechseln? Das wäre ganz lieb, Mr. Tracer. Schön, dass du von Facebook rübergekommen bist. Freue ich mich. Ja, Yvonne, alles doof zur Zeit. Ja, ist richtig. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern, ne? Wir hoffen alle ja, dass es sich bald ändert. Kleiner Hoffnungsschimmer ist ja diese Impfgeschichte, wer das dann freiwillig machen möchte, dass es vielleicht irgendwas an den derzeitigen Zuständen endlich mal ändert, dass die Option überhaupt da ist. Jetzt geht mir gerade der Chat hier flöten, das geht mir ein bisschen zu schnell. Entschuldigung, ich muss mal eben gucken, bla 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 bla. Ja, Rumpeljango, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Jeder hat halt seine eigene Art, mit solchen Krisen umzugehen. Was willst du machen? Man muss nicht alles verstehen, aber man muss es zumindest tolerieren. Ja, mehr möchte ich gar nicht groß zu sagen. Rolf ist da. Ah, Rolf Tendeburg. Jo, Rolf, grüß dich, Nachbar. Und Mr. Tracer schreibt, wo in Bulgarien hast du dich niedergelassen? Also, da warst du noch nicht da. Also, wir leben hier in Dobrudscha. Und zwar ist es, wenn du Küste entlang nach oben gehst, Richtung Rumänien, das ist der letzte Grenzbereich vor der rumänischen Grenze oder vor Rumänien. Und das ist die sogenannte Dobrudscha in der Nähe von Dobrić. Und mein Zwergele schreibt, hier wird's dunkel, ich muss noch fix in den Garten ein paar Paprikas ernten für einen Salat. Lass aber laufen und bin dann gleich wieder da. Ja, richtig, Micha. Ich sehe das auch. Keinen Hass oder keine oder Konkurrenten. Richtig, weil wir sind keine Konkurrenten, wir sind alle, ja, Leute mit dem gleichen Hobby und mit der gleichen Freude daran, das passt schon. Ja, und fette Ernte wünsche ich dir. Bis gleich. Und Anna sagt,
Er hat geschrieben, Kreis Dobritsch ist mich erst zu Hause. Ja. Auch meins, ne? Ja, ist unser Zuhause. Alexandra ist ja auch da. Mr. Tracer schreibt, okay, ist passiert. Und Ben schreibt... Ja, weil ich einen Mr. Tracer gebeten habe, da warst du gerade nicht da. Er sollte die Schrift mal abändern, weil das war so eine komische Schrift, die konnte man hier kaum lesen. Und Ben schreibt, gibt keine Konkurrenz, wissen alle Freunde und unsere Videos sind ja alle anders irgendwie. Vollkommen richtig, jeder hat seinen eigenen Stil zu berichten und jeder macht auch andere Erfahrungen, lebt in einer anderen Region und von daher ist es immer ein Reingewinn, wenn man sich gerade jetzt für das Thema Bulgarien interessiert, wenn man möglichst viele Kanäle hat, bei denen man sich Input holen kann, weil Bulgarien ist so vielschichtig und so vielseitig und jedes Leben ist so vielseitig, dass man nie sagen braucht, ah, ich habe ja schon das Video vom Micha gesehen, da brauche ich mir das von Ben nicht mehr angucken. Deswegen, es gibt keine Konkurrenz unter uns. Und da gehört auch die Nadine aus Wiedin dazu, da gehört der Bastelrolf dazu. Das ist, jeder macht seine Art von Videos und wer Bock auf die Videos aus Bulgarien hat, abonniert jeden Kanal, der damit zu tun hat. Anna schreibt, Corona-Impfung mache ich nicht. Man kennt die Nebenwirkungen kurz und lange. Wie ich gesagt habe, liebe Anna, wer die Impfung möchte, die möglichst bald kommt. Und ich wünsche, dass diese Impfung eine Hilfe sein wird, um die derzeitige Lage zu ändern. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also Impfpflicht wird es nicht geben. Das wird nicht kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber wer sich impfen lassen möchte, für den freue ich mich, wenn es die Option gibt. Schreibt auch Doc, du musst auch keine Impfung machen, es gibt keine Impfpflicht. Ingo schreibt, es wird dunkel bei uns, muss noch schnell unsere zwei Wildenten in den Stall bringen. Hui, ja, Enten ist natürlich auch, oh, da habe ich, ja, Wildenten, nee, warte, ich hatte Gänse im Kopf, vor denen habe ich ein bisschen Respekt. Aber Wildenten habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wie groß die sind und so weiter. Aber ja, mach mal. Mr. Tracer schreibt, mich würde interessieren, wie es mit dem Internet bei euch aussieht. Ja, schwankend. Schwankend, leider. Also an sich nicht schlecht, aber die Anbieter sind manchmal auch ein bisschen nachlässig. Also da kann auch mal sein, dass die gerne auch mal für einen halben Tag das Internet einfach abschalten. Zumindest hier auf dem Dorf. In den Großstädten soll es wesentlich stabiler laufen, aber auf dem Dorf bist du schon manchmal ein bisschen der Bedröppelte. Kommt vor. Yvonne schreibt, ich werde mich auch nicht impfen lassen, obwohl ich täglich an der Front arbeite. Ja, soll jedem selber überlassen sein und ich hoffe, die Front wird kleiner dadurch, dass dieser Impfstoff kommt, wenn er denn kommt und wirksam ist. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Dass diese blöde Situation aufhört und wenn es dann durch eine Impfung ist, dann ist es halt dadurch. Egal, Hauptsache der Quatsch hört irgendwann mal wieder auf. Mein Weihnachtswunsch wäre, dass es nicht nur einen Impfstoff gibt, sondern ein Heilmittel. Ja, das wäre natürlich noch schöner, ja, wenn es auch ein Heilmittel für die bereits Infizierten gäbe, ja. Für Covid. Ja, ja, genau, Mr. Tracer, das ist richtig. Da haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, wie das läuft hier. Wir haben unser Internet über Funkempfang und da kriegst du kaufst du so eine Antenne. Wir haben sie gekauft, man kann die hier auch mieten, dauert aber ewig, bis du kriegst. Also wir haben uns selber eine gekauft und wir kriegen unser Signal tatsächlich auch aus Dobritsch, aus der nächstgrößeren,
aus der nächstgrößeren aus der nächstgrößeren Stadt. Sag's halt einfach, Micha. So, ja, also ist ein Funksignal, was wir empfangen. Wir haben hier aber auch Glasfaser liegen. Da habe ich mich aber noch nicht so heftig mit beschäftigt. Das ist, wir haben hier neue Hauptstraßen bekommen und im Zuge der Neuteerung wurden da auch Glasfaser verlegt. Aber habe da noch keine Erfahrung weiter. Mr. Dreiser schreibt, ich glaube, wenn man dieses Thema anspricht, benötigt man einen extra Stream, was das Impfen angeht. Nö, das sehe ich nicht. Und weil, er sagt, danke für die Info. Weil da braucht man keinen extra Stream für, weil jeder hat da seine Meinung und seine Einstellung. Ich habe meine gesagt und jeder darf hier auch seine schreiben. Und von daher braucht es da keinen extra Stream für. Ich glaube, die werden auf YouTube auch gar nicht so gerne gesehen, wenn man immer so diese aktuellen Themen nur durchprügelt, um irgendwie Klicks zu generieren. Also da auf dieses Niveau möchte ich mich da auch nicht begeben. Also jetzt ein Corona-Livestream oder sowas zu machen. Das ist nicht meine Thematik. Das ist nicht das Feld, was ich beackern möchte. Rumpel schreibt, in Deutschland wird es bald besser, wenn wir uns auf die Satelliten von Elon Musk aufschalten können, dann brauchen wir die deutsche korrupte Inkompetenz nicht mehr. Ist aber so was von knallhart an mir vorbeigegangen. Hat der da irgendwelche Satellit-Internet empfangen oder was? Aber echt, habe ich überhaupt nichts von mitbekommen. Naja, aber gut, wenn das klappt, warum nicht? Ja, die Nachrichten waren ja jetzt immer voll mit den US-Wahlen. Naja. Simons TT Modellbahnwelt. Grüße aus Deutschland, bleibt gesund. Simon, grüß dich, alte Hundelunge. Ja, lieben Gruß an dich auch. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und deiner alten Bahn, in deinem Falle darf ich das ja sagen, weil du fährst ja nur altes Rollmaterial und das finde ich so geil. Ich hab immer wieder Spaß an deinen Videos. Linda ist da und schreibt, Huhu, bin da. Jo, Huhu zurück, bin auch da. Hallo, gell, Linde. Alles tutti, wunderbar. Die nicht mit zwei großen T geschrieben? Rüge, gibt's nichts vom Nikolaus. Ja, der 11.11. ist ja auch ausgefallen. Habe ich ja auch mitgekriegt. Alle spielen ja selber ehemaliger aktiver Karnevalist und in solchen Zeiten denkt man natürlich schon viel auch was heißt viel? Gerne mal dran zurück an die Zeit und da tut es mir dann schon leid für die ganzen Aktiven, die sehr viel Zeit und teilweise auch Geld in die Hand nehmen und sich vorbereiten und dann kommt wieder sowas, ne? Wenn Sturm ist oder so, da kann man nichts machen, das ist genau dasselbe, aber es ist schon sehr bedauerlich für die Leute, die da wirklich hinterstehen und sehr viel Enthusiasmus, Geld und oder auch Zeit oder beides reinstecken. Okay, Mr. Trace schreibt, derzeit sind über 700 Satelliten von Elon Musk der Starlink-Flotte im Orbit. 60 davon kamen erst kürzlich, am 6. Oktober, dazu. Ja, dann liebe Grüße an alle 700 Satelliten. Habe ich überhaupt nichts mitgekriegt von. Nee, keine Ahnung. Ja, wenn es hilft. Anna fragt, gibt es bei euch im Kreis leerstehende Häuser für kleines Geld? Die gibt es in jedem Kreis in Bulgarien. Das Thema ist halt, Häuser für kleines Geld fressen auch viel Geld. Also du kriegst, was du zahlst. Kann man so überschlagen. Und dementsprechend pumpst du auch wieder Geld rein, damit du die ganze Geschichte wieder wohnlich hinbekommst.
rumbefragt, wann gibt es mal wieder Bilder von außerhalb. Die neue Straße würde mich interessieren. Hat es Geld von der EU? Ja, ja, ja. Also die Straßenbaumaßnahmen, das ist mal ein Wort, ne? Die Straßenbaumaßnahmen, die hier ausgeführt sind, sind alle mit EU-Geldern finanziert worden. Was aber auch bitter nötig ist, ich meine, Infrastruktur ist das A und O für jedes Land. Wenn das nicht hinhaut, ja, dann kannst du eigentlich gleich einen P davor setzen. Ja, das ist, ohne gute Straßen funktioniert keine Wirtschaft und kein Land. Ja, Elon hat bei jedem SpaceX-Trip... Erstmal hallo an die Neuen. Sind gerade die Zahlen extrem nach oben gerutscht. Oh ja. Schönen Dank, dass ihr da seid. Ja. Schönen guten Abend und lieben Gruß aus Bulgarien an euch. Naja, Elon hat bei jedem SpaceX-Trip einige Mini-Satelliten mitgenommen. Und es sollten inzwischen so viele sein, dass er mit dem Einloggen startet. Noch nicht überall, aber mit jedem Start wird es besser. Ja, wie ich gesagt habe, also wenn es eine gute Sache ist und ihr dadurch ein besseres oder schnelleres Internet bekommt, ja, Halleluja, Elon Musk, alles in Ordnung. Weil ihr seid ja auch mit keinem Anbieter verheiratet. Wenn es gut funktioniert, hi Capello, dann zu dem. Ist doch wurscht. Irgendeiner kriegt dein Geld so oder so. Also ich habe davon gar nichts mitbekommen. Das weiß ich nicht. Ulrike SZ. Hallo aus der Schweiz. Natürlich ist eine der... Ja, natürlich nicht richtig auf die Uhrzeit geschaut. Ja, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wir sind ja noch da. Ja, lieben Gruß zurück in die Schweiz. Ich hoffe, bei euch auch alles in Ordnung soweit. Ja, und das mit den leerstehenden Häusern ist halt immer ein Thema. Ja, wenn du halt kein großes Budget hast, klar, gibt es für kleines Geld auch Häuser, aber die Zustände sind halt, ja, schwierig. Du fängst halt dann wirklich auf ganz, ganz kleinem Niveau an, sprich teilweise dann noch nicht mal eine Innentoilette, Plumpsklo und. Mehr oder weniger zerfallene Häuser, ja, und dann summieren sich natürlich auch die Kosten, wenn du dann irgendwann schön leben willst, sprich nach dem westlichen Standard leben willst. Ja gut, 20.000 Euro sind kein kleines Geld, also 40.000 Lever, da geht schon was, ja. Oder 20.000 Lever. Ja, aber ja, du kriegst, was du zahlst, wenn du dich nicht komplett über den Tisch ziehen lässt. Dann kannst du für das Geld schon was Brauchbares kriegen. Aber es gibt auch genug, die den anderen Weg gegangen sind und mit dem Plumpsklo angefangen haben und. Es geht alles, es ist immer die Frage, was kann man selber machen und was ist man auch bereit zu tun. Und dementsprechend muss halt dann auch das Niveau von dem Kaufpreis sein. Ich kann jetzt nicht sagen, für 20.000, ich will jetzt eine Villa am Strand. Das wird nicht funktionieren, auch nicht in Bulgarien. Und natürlich immer vor Ort anschauen, der Ben hat es gerade richtig gesagt, Bilder lügen. Selbst wenn die nicht geschönt sind oder nicht mal steinalt sind, aber es ist immer ein komplett anderer Eindruck, wenn du vor Ort bist und die Immobilie anschauen kannst und da durchlaufen kannst und. Also ich unterstelle nicht mal irgendwie böse Absicht von irgendwelchen Verkäufern oder sonst was, sondern es ist einfach so. Du musst den Ort sehen. Du musst sehen, wo im Vergleich zum Verwaltungsort, wo du immer wieder hin musst, hast du da ewig lange Wege. Wo liegt dein Wunschhaus in dem Ort? Ist das für dich in Ordnung? Alles. Also du musst alles sehen. Also niemals übers Internet nach den Bildern kaufen. Mach das nie. Max schreibt, ich bin wieder da.
Ja, herzlich willkommen zurück. Und alles erledigt, hoffe ich. Und Ulrike schreibt, naja, Situation ist eben zermürbend, aber will nicht jammern, genau, lieber über schönes Leben im Alter sprechen. Ja, Kraft positiver Gedanken. Man muss immer irgendwas finden, was einen antreibt, was einem Freude bringt, was einen motiviert. Mr. Tracer schreibt, ich bin auf der Suche nach einem Grundstück in eurer Region. Habe schon diverse Internetportale durchsucht. Gibt es einen Geheimtipp, welches Portal noch zu vernünftigen Preisen zwischen 40 und 70 Euro? Also wir haben damals über OK Bulgaria, Cheap Houses Bulgaria, gekauft und wir waren damit zufrieden. Mehr kann ich nicht sagen. Anna schreibt also zu meinem Hintergrund, ich bin gelernter Gipser. Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall Handwerker und da geht was. Rumpel schreibt... Aber anschauen, immer anschauen. Rumpel schreibt, das ist damit eure Pflegekräfte schneller nach Deutschland fahren können und nicht tagelang durch Schlaglöcher holpern müssen. Naja, Bulgarien ist halt schwierig, was die Löhne und so weiter angeht. Und viele suchen im Ausland ihr Heil, nicht nur in Deutschland, auch in England, Gott weiß wo. Es gibt aber auch den anderen Trend, dass junge Leute wieder zurückkommen und sagen, Geld ist nicht alles und ich will lieber wieder in Bulgarien arbeiten, leben und vielleicht auch ein Stück weit das Land nach vorne bringen. Tom Steinle schreibt, da kann ich nur beipflichten. Ja, das bezog sich wahrscheinlich darauf, Häuser immer anschauen, ja. Und? Ja, es gibt überhaupt keine zweite Meinung. Das ist, ganz ehrlich, wer würde denn das in Deutschland machen? Ja, da wohnst du in Köln und irgendwo hinter Schlag mich tot ist ein Häuschen frei und ich kaufe das mal einfach so. Weil ich da gerade jetzt drei Fotos von gesehen habe. Macht ja eigentlich auch kaum einer. Außer hier Schnäppchen-Dinger hier aus dem Notverkauf oder so, wenn die Dinger irgendwie für 2000 Euro unter den Hammer kommen oder so. Aber dann, selbst dann kannst du auch noch ins Klo greifen. Einfach mal Google Street View benutzen, dann sieht man gleich, wie es wirklich aussieht. Jein. Selbst das ist schwierig, gerade wenn du in so ein kleines Dorf rein willst, wie bei uns. Da haben die nur die Hauptstraßen von Street View, also Google Street View. Und viele Immobilien liegen ja nicht an der Hauptstraße direkt und dementsprechend siehst du die bei Street View gar nicht. Alexander Reimann, hallo von Österreich. Ja, hallo Alexander. Woher aus Österreich? Max schreibt, ja, alles erledigt. Ich war mit dem Hund und habe die Fenster im Hühnerstall zugemacht. Okay. Du hast Fenster am Hühnerstall, okay. Und Ingo schreibt, so die Enten sind drin. Jeder kocht, wasch die drei Buber. Jawohl. Liebe Grüße Hi. An euch. Hallo an euch drei. Schönen guten Abend. Alexandra liebt eure Videos. Ja, ich muss auch immer wieder zahnen. Also bayerische, österreichische Küche habt ihr jetzt so drauf. Aber ich halte mich zurück. Also, wer da die drei Jungs mal beim Kochen schauen möchte, einfach mal reinschauen beim Kanal. Jeder kocht. Rumpel schreibt, seit ich in meiner Lehrfirma die Prospektbilder von der Gießerei gesehen habe, traue ich nur... was ich wirklich sehe. Ja, eben. Aber selbst wenn Fotos nicht geschönt sind, ist der Eindruck vor Ort ein vollkommen anderer. Ja, schreibt Tom auch ganz genau. Ja, Tom. Mein Zwerg ist wieder da, schreibt I'll be back. Welcome back, Doc.
Und ein freundliches Hallöchen an alle neu Zugeschalteten. Der Alexander kommt aus Kanten, aus Friesach. Ja, dann liebe Grüße nach Friesach. Ja, ich habe Tiroler Blut in mir. Ja, Alexandra ist Halbtirolerin. Und stolz. Muss man meinen Kübel hier nachfüllen, weil mir trocknet der Hals aus vom ganzen Gelaber hier. So, haben wir das auch. Ja, und wie ich gesagt habe, Rumpel, es muss... schlag mich tot. Wie lange ist es her? 10 Jahre? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wo ich hier auf der Haussuche war, ich hatte mich eigentlich schon für ein Haus entschieden. In Deutschland schon. Dann habe ich gesagt, das wird sein. Genau das wird's. Und unser lieber Maklerfreund hat mir ein Haus nach dem anderen gezeigt und ich wollte eigentlich nur das sehen. Und dann komme ich da hin und einmal einen Blick im Real neben drauf geworfen und habe gesagt, können wir bitte weiterfahren, ich will da gar nicht rein. Nix. Aber die Bilder waren echt, also das war alles so da, wie es auf den Fotos war, aber vor Ort war es fürchterlich. Einmal, ich bin in Deutschland geboren und seit 13 Jahren in Österreich. Ananastrave. Und Anna, ja, Söldnerstrabe. Habe ich auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ja. Österreich ist toll. Österreich ist ein tolles Land. Ja, ich liebe Österreich. Jeder kocht, schreibt, danke, wir freuen uns immer von Alexandra zu lesen. Ja, auch wenn sie umeinander nörgelt, gell? Macht mal Berliner Küche. Was gibt's denn Berlin, was ist ein Original für Berlin? Ja, Berlin ist ja auch stolz auf seine Currywurst. Aber die gute kommt aus Nordrhein-Westfalen. nee, weiß ich nicht. Ja, so ein richtiges berlinerisches Essen. Was wären das? Buletten, sagt sie doch. Ja, das sind ja auch Fleischpflanzen. Ja, Fleischkirchen. Aber ich glaube, das haben sie schon drinnen. Das Gefühl... Ja, das ist vollkommen richtig. Das Gefühl muss stimmen für das Haus und für den Ort. Und es muss sich einfach richtig anfühlen. Ja, so bescheuert wie es klingt, aber das ist in der Tat so. Und ich denke, jeder, der das einmal erlebt hat, der kann das auch nachvollziehen und sagt, ja, das ist es. Und das kriegst du nicht transportiert über Bilder im Internet. Jonas 465 ist da. Hey, so ging es mir auch mit unserem Haus. Ja, Jonas, das ist erstmal, sei gegrüßt. Es ist wirklich so, das ist, ja, das kennt nur der es erlebt hat. Irgendwann, nach gefühlten 50 Häusern, kommst du irgendwo hin und sagst, ja, das. Und dann ist gut. Und dann muss man meiner Meinung nach auch aufhören zu suchen. Weil es gibt immer wieder irgendein Angebot, was vielleicht besser gelegen wäre, was vielleicht noch ein bisschen günstiger gewesen wäre oder irgendwas. Das ist eine Anleitung zum Unglücklichwerden, wenn man dann nicht aufhört und nicht einfach sagt, so, ich habe mein Haus, Ruhe ist und daraus mache ich jetzt mein Paradies. Hase, die schreibt alle Currywurst und dann schreibt über jeder kocht.
da kommt noch was, keine Angst. Ey. Und dann schreibt Jonas, das sind Fleischkirchner. Und unter deiner schreibt sie, ich bin's doch, Gabi. Gabi? Ja, Gabi Lappen, oder? Gabi Lappen, bist du das? Gabi Lappen, hörst du oder, uns? Oder, ja. Anna schreibt, wir planen zum Mai nächstes Jahr nach Bulgarien zu fahren, um zu schauen und wichtig, paar Deutsche und Arzt in der Nähe. Ja, was heißt zum nach Bulgarien zu fahren, um Urlaub zu machen oder um das Umfeld zu sondieren, so wo ihr aus, hin das möchtet. Ist Gabi Lappen. Ich kann's immer, ja. Ja, also nicht zum Urlaub machen, denke ich mal, Anna, weil du sprachst ja schon davon, dass du ein Haus suchst. Ja, sobald du in Küstenbereich kommst, ich sag mal ab 40 Kilometer bis zur Küste, von der Küste 40 Kilometer landeinwärts, sagen wir es mal so. In dem Bereich bist du eigentlich seltenst weit weg von irgendwelchen Deutschen. Und eine Empfehlung von mir ist halt wirklich, schau, wo deine Kreisstadt ist, dein Verwaltungsort ist, weil da musst du immer wieder hin und das ist extrem lästig, wenn du da lange Wege hast. Also da würde ich schon ein bisschen auch mit drauf achten. Also jeder Kochtag schiebe, da kommt noch was, keine Angst. Wenn ihr Currywurst macht, aber bitte it scharf. Man kann auch Currywurst etwas milder essen. Ja, die scharf ist die ja eigentlich eh nicht. Wenn, dann würzt man die scharf nach, wenn man es möchte. Aber die Basis von der Currywurst ist ja nicht scharf. Tom schreibt, hast recht, beim Betreten vom dritten Haus habe ich mich zu Hause gefühlt. Das war's dann auch. Ja, vollkommen. Vollkommen. Und Gabi schreibt, keine Ahnung, warum ich hier mit Jonas angemeldet bin. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich hole mal gerade meine Glaskugel raus. Und, ja, knirschnick. Nee. Naja, passt doch. Ist egal. Wir wissen ja jetzt, wer dahinter steckt. Ja, und die Anna sagt, sie kommt, um Haus zu kaufen und die Regionen zu erkundigen. Zu erkunden, ja. Wir drücken die Daumen. Hoffe, du findest was Schönes. Ich weiß nicht, hast du schon Bulgarien-Erfahrungen gemacht oder ist das jetzt der Aufbruch in ein komplett neues Leben? Früher mal hier Urlaub gemacht oder spontan entschieden? Also bei uns war es so oder bei mir war es so, ich war vorher noch nie. Ich habe noch nicht einen Fuß auf bulgarisches Land ich habe noch nie Bulgarien, bevor ich hergekommen bin, um ein Haus zu kaufen. Also, auch das geht gut. Weil da gibt es ja auch andere Fraktionen, die sagen, oh, da musst du erstmal 5 Urlaube und Ding und Zeug und bla. Nee, du musst die Einstellung im Kopf haben, das ist mein neues Zuhause. Da lebe ich jetzt. Wäre ich hier geboren, müsste ich auch damit klarkommen. Und natürlich, wie ich immer sage, in jedem Paradies gibt es auch eine Schlange. Alles ist nicht toll. Es gibt auch Sachen, die nicht so sexy sind in Bulgarien, aber die machen so einen kleinen Teil vom Leben aus. Ja, die kannst du einfach unter Pech abhaken. Da musst du halt durch. Max fragt, sprechen die in Bulgarien auch Englisch? Im ländlichen Bereich schwierig, ganz schwierig. Russisch hast du schon eher eine Chance, weil es halt noch viel aus dem Sozialismus ist und da wurde halt in der Schule auch Englisch, Russisch gelehrt. Mit Englisch auf dem Land ganz ziemlich schwierig. Je größer die Orte werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Englisch oder Deutsch durchkommst. Gabi schreibt, ich persönlich finde direkt am Meer völlig überbewertet. Preis-Leistung passt nicht.
Und halbe Stunde zum Meer finde ich nicht so weit. Und dann kann man den Strand aussuchen. Gehe ich vollkommen d'accord in den mittlerweile 5,5 Jahren, die wir hier leben, war ich einmal am Meer. Ich brauche kein Meer, aber andere brauchen das, um glücklich zu werden, jeden Tag aufs Meer zu gucken zu können, direkt wenn sie auf... Hey, whatever floats your boat, sagt der Engländer. Was dir gefällt, mach. Ulrike schreibt, ich überlege immer wieder, ob Kauf oder Miete unkompliziert das sein wird. Wechsle meine Meinung dazu fast täglich. Bei uns dann komplett Neuland, wie bei dir. Ab Ungarn hört es bei mir bisher auf. Ja, wir haben uns dazu entschieden, Alexandra und ich auszuwandern. Und dann haben wir einige Länder abgeklappert, in Anführungsstrichen. Da waren zwei Länder, oder ein Land haben wir uns ausgesucht. Das war Zypern. Das ist dann weggefallen aus verschiedenen Gründen. Und dann sagte Alexandra, hey, Bulgarien. Und ich so, hey, super Idee, wo ist das? Ich musste erstmal auf der Landkarte gucken, wo Bulgarien überhaupt liegt. Und habe mich dann natürlich auch via YouTube, Facebook, Zeugs, Internet schlau gemacht, was ist Bulgarien, wie funktioniert das, und geht alles, wenn man die richtige Einstellung hat, geht es ja. Jeder kocht, schreibt Currywurst, haben wir schon eine gemacht, wir wünschen euch und den ganzen Chat noch einen schönen Sonntag. Ja, dann ebenso, nochmal lieben Gruß nach Berlin und weiter fleißig Videos machen, damit Alexandra drunter kommentieren kann. Ja, und Yvonne sagt genau mit Bratwurst, sonst ist es keine Currywurst. Ja, das ist ja fast eine Religion, ne? Also mit Darm oder ohne Darm, ja, schwierig. Also ich brauche auch das Knackerlebnis, ja. Max fragt, gibt es welche, die Deutsch sprechen? Ja, es, wir zum Beispiel, geht so. Also, es gibt schon einige, ja, aber ist jetzt nicht so, dass du jeden Dritten anrempeln kannst hier auf der Straße und der spricht mit dir Deutsch. Also das funktioniert nicht. Aber es gibt schon einige, die es können, ja. Alexander fragt, seid ihr die einzigen Ausländer in eurem Ort? Nein, sind wir nicht. Also wir sind ein relativ breit gestreuter Ort, was Zugereiste angeht. Wir haben hier Engländer, Russen, Schweizer, Deutsche. Ja. Doch, dann sind wir. Wir hatten Dänen. Wir hatten Dänen, ja, stimmt. Die waren aber nur zwischenzeitlich hier. Die hatten hier nur ein Haus gemietet. Nee. Also wir sind jetzt nicht die einzigen Ausländer. Und Gabi sagt, wir sind schuld, dass sie hier sind. Was? Gabi schreibt, mir zwei sind schuld, dass sie da sind in Bulgarien. Dass Gabi hier ist. Ja, ja. Ich erinnere mich an die langen Gespräche, ja. Tom, aber schreibt, alles richtig gemacht, ey. Schau mal über die Grenze, ganz ehrlich. Also, kein Deutschland-Bashing, um Gottes Willen. Die hat vorher in der Türkei gelebt und weiß ich nicht. Und ob man unter Erdogan gerne leben möchte. Ja. Also ich nicht. Ja, Tom schreibt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele alte Bulgaren ein paar Brocken Deutsch können, die Jungen weniger. Oh, da wird sich Oma wehren. Ja, das mag wiederum bei euch im Ort sein. Bei uns spricht eigentlich kein Bulgare Deutsch. Ja, es gibt einen hier, der arbeitet aber in Deutschland und kommt nur ab und zu Besuch. Der spricht natürlich Deutsch. Rolf schreibt, hi Tom, da gebe ich mit dir überein. Viele Alte sprechen ein paar Wortbrocken Deutsch, die Jungen meistens Englisch. Okay. Alter, wenn ich mit der zu Oma kommen würde und sagen würde, jetzt red du mal ein Wort Deutsch, die darf mir zeigen, wo der Battle der Mast heuert. Nee, da ist Oma richtig. Straight, gell? Ja. Nee, aber ich kenne jetzt auch keinen, der... Ja, vielleicht mal Frankfurt, Berlin.
aber jetzt nichts Brauchbares, dass man da irgendwie damit weiterkommt. Was haben wir noch? Aber sie sind äußerst freundlich, wenn man sich bemüht, sich zu verständigen. Das ist sowas von richtig. Jedes Wort, was du dazu lernst, wird gefeiert und da wird gesagt, ey, super, du kannst wieder ein Wort mehr Bulgarisch. Und ja, ich finde sowieso, die Bulgaren sind ein unwahrscheinlich herzliches und offenes Volk. Ja, sicher auch eine Frage, wie man sich verhält. Das ist natürlich auch richtig, aber ich kann da durch die Bank fast nur positive Erlebnisse berichten und es ist kein Einschleimen, sondern es ist wirklich so, du hast mal irgendwo ein, zwei grantige Verkäufer oder Verkäuferinnen, aber ansonsten muss ich sagen, also durch die Bank freundliche Menschen. Schon bald eineinhalb Stunden. Ja, allzu lange wollen wir heute auch gar nicht machen. werden wir auch nicht machen, aber ja, mit dem Google-Übersetzer, das ist natürlich ein Thema, wenn man kein Handy nutzt, dann hat man auch keinen Google-Übersetzer. Aber klar, ist natürlich mörderhilfreich, dass es solche Hilfsmittel gibt und auch mit dem Internet sowieso. Ich meine, ein bisschen Fahrt wäre es hier schon auf dem Dorf, wenn es kein Internet gäbe und man komplett irgendwo hinterm Mond leben würde. Aber so hat man die beiden Welten. Man kann im Internet sein und man kann auch einfach nach draußen gehen und den Vögeln zuhören oder den Viechern draußen beim Springen zuschauen. Und das macht's aus, dass du einfach die Auswahl hast. Du brauchst nicht sagen, ich hätte gerne, aber geht ja nicht, sondern such dir aus, was von beiden du gerade willst. Und wir hatten das tatsächlich mal ziemlich am Anfang, wo wir hier waren, ich glaube, das war noch im ersten Jahr oder im zweiten, wo wir relativ lange Stromausfall hatten und relativ lange logischerweise natürlich auch kein Internet hatten. Und es war echt für eine Zeit lang anstrengend, dass auf einmal alle Geräte wieder Geräusche gemacht haben und alles wieder anging. Wir sind dann erstmal raus, wir sind erstmal davor geflüchtet und haben uns echt wieder so langsam rantasten müssen. 2 Wochen lang. Ja, weg, ja. Ja, 2 Wochen kein Internet oder 1 Woche kein Strom und 2 Wochen kein Internet oder so. Das war echt irgendwie schon fast ein bisschen schräg, dass du auf einmal Licht wieder einschalten konntest und so. Ja, man gewöhnt sich an alles. Ja, Gabi geht. Ja, Gabi, dann schönen Abend noch und danke, dass du dabei Max warst. Max und Maggie rufen nach Futter. Ulrike fragt, wie feiert ihr Weihnachten? Kommen Familienangehörige? Nein, dies Jahr sowieso natürlich nicht, aber auch eigentlich grundsätzlich nicht. Und wir feiern Weihnachten, ja, ist ein bisschen Wiederholung. Ich mache eine Kurzform davon, weil ich es in diesem Stream vorher schon mal erzählt hatte. Also wir feiern so, dass wir uns jeder 2, 3 Weihnachtslieder anhören und danach wird dann umgeschaltet auf Geburtstagsfeier für den Jesus und dann wird Partymucke gemacht und dann wird die Box auch ein bisschen lauter aufgedreht und dann feiern wir einfach, bis der Abend rum ist. Das ist unsere neue Tradition, die wir uns hier in Bulgarien überlegt haben, weil wir für uns ja Weihnachten neu erfinden mussten. Max fragt, warum dürft ihr keine Schweine halten? Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Du, das ist ein sehr langes Thema und da möchte ich jetzt auch nicht zu intensiv drauf eingehen. Es gibt aber einige Videos darüber, die ich mir aber auch selber nicht mehr anschauen kann. Ja, aus emotionalen Gründen, nicht weil die so schlecht sind. Hier war Schweinepestverordnung und es ist schlicht und ergreifend verboten. Also, und gerade wir, weil direkt neben unserem Ort gibt es halt eine industrielle Schweinemastanlage und da ist eine Bannmeile von 3 Kilometer rund um die Anlage.
Und da liegen wir voll drin. Also wir dürfen auf gar keinen Fall mehr in privater Haltung Schweine halten, damit diese Übertragung, mögliche Übertragungskette unterbrochen wird. Aber es gibt Videos dazu, die nicht schön sind. Von uns, ja. Kannst du im Kanal mal schauen. Yvonne sagt, okay, dann seid auch ihr schuld, dass wir kommen. Okay, ja, indirekt, weil bei dir ist die Gabi schuld, dass ihr da seid und wir sind schuld, dass Gabi da ist. Es ist ein Teufelskreis, es hört nicht auf. Ulrike schreibt, ui, sorry, danke trotzdem für die Wiederholung. Super, ihr klingt deswegen nicht traurig. Ich habe schon Angst, an solchen Tagen meine Familie mehr als sonst zu vermissen. Ja, das wird kommen. Es wird ganz knallhart kommen und da brauchst du dir nichts vormachen, Ulrike. Nur Weihnachten war für mich immer ein Fest der Familie. Und ich konnte an Weihnachten meine Kinder nicht hierher holen. Und mich hat seine Kinder auch da. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt halt so eine halbe, dreiviertel Stunde emotionales Weihnachten. Da hören wir Lieder, richtige Weihnachtslieder. Und da darf auch geweint werden. Und dann wird Party gemacht. Und wir dekorieren auch nicht. Also wir sind da dann wirklich straight und machen Party. Weil für mich wäre es sonst einfach nur zu traurig und depressiv. Aber Heimweh nach Kindern oder Verwandten, die in Deutschland sind und nicht immer bei dir sein können, das wird kommen. Weiß die Maus keinen Vater ab. Dessen musst du dir bewusst sein. Und damit musst du auch umgehen können. Also Falle, sondern du musst dann versuchen, die abzulenken oder dich darauf freuen, wenn sie dann wiederkommt und so weiter. Aber Thema Heimweh ist nach den Lieben, die zurückgeblieben sind oder ja, das wird immer wieder kommen. Ja, oder weniger Heimweh als seine Familie oder seine Lieben um sich haben zu wollen, ja. Komm. Ja, und das ist nicht nur wegen Weihnachten, das sind alle möglichen Anlässe, wo man sich, ja, Muttertag oder ein Geburtstag, wo du sagst, hey, holla, kein Verwandter da. Ja, aber wie viel macht es aus von dem Rest von dem Leben, das du hast? Und wenn das doll ist, dann, ja, irgendeine Kröte musst du schlucken. Da muss man mitleben, ja. Das Jahr hat 365 Tage und an 5, 6, 7 oder hochgerechnet 10 Tagen sind so Familientage. Die steht man durch. Und wenn dein Partner oder Partnerin weiß, das ist so ein giftiger Tag, der fängt dich auf. Und am nächsten Tag ist wieder gut. Und lass es raus. Wenn du weinen magst, dann weine. Und wenn du zornig bist, dann sei zornig. Wenn du einen Partner hast, der echt zu dir steht, dann fängt er die auf. Und du fängst dann an den anderen Tagen. Dann bedeutet natürlich auch Abschied nehmen. Und gehört dazu. Auswandern bedeutet nicht nur Hallo, ich gehe ins Paradies. Ja, kann einem nicht immer nur die Sonne irgendwo rausscheinen. Da gibt es auch andere Momente. Das ist einfach so, ja. Dann wurde gefragt, ist es in ganz Bulgarien verboten, der Max, also die Schweinehaltung. Nee, Max, nicht in ganz Bulgarien. Also es gibt
gibt Teilregionen, da sind auch Warnschilder, wo die Haltung verboten ist. Wurde auch beschränkt auf 5 Jahre seinerzeit, wo das rauskam oder wo das diese Gesetzgebung dann in Kraft trat. Und aber wir sind da sowieso, habe ich ja gesagt, also wir sind komplett raus. Bei uns gar keine Chance mehr. Aber es ist nur in Teilbereichen, in Regionen, wo es Fälle gegeben hat. Und da ist es auch ausgeschildert, dass keine Schweine gehalten werden dürfen. Yvonne ist ja. Dann weg und auch Anna. Okay, dann schönen Abend noch an die Yvonne und an die Anna auch. Danke, dass ihr dabei wart. Und Rolf schreibt, aber die Sonne scheint hier öfter und länger. Ja, das ist vollkommen richtig und das ist Balsam für die Seele. Ja. Ich weiß nicht, wem das nicht so geht, aber ich bin ein totaler Sonnenanbeter und ich habe es ja schon 100 Mal gesagt, über 300 Sonnentage im Jahr machen einfach was mit dir. Das ist, wenn der Körper viel Licht bekommt, viel Sonne bekommt und es nicht immer neblig und trübe ist, das macht so viel aus. Selbst wenn es nicht, ein Sonnentag heißt ja nicht, dass es ein schönes Wetter ist und du halbnackert durch die Gegend springen kannst, aber du hast das Licht. Du hast die Sonneneinstrahlung und das macht sehr, sehr viel aus. Das sind mehr die Leute, die 50-, 60-Jährigen, die Deutsch können, die damals zum Beispiel in der DDR im Winter in den bulgarischen Urlaubsorten im Sommer gearbeitet haben. Ja, das kann durchaus sein, ja. Weil da gibt es auch leider wunderschöne Orte, die heute... ja, praktisch mehr oder weniger komplett leer stehen, was jammerschade ist, weil die wirklich schön sind. Ich erinnere mich an den ersten Abend, den ich in Bulgarien übernachtet habe. Da war ich in Prilep, das ist auch ganz nah an der Küste, und aber in dem gebirgigen Teil, in den Ausläufern vom Gebirge. Und das war wunderschön. Da war ein Heimatmuseum, wo dann gezeigt wurde, wie dieses Dorf vor etlichen Zeiten gelebt und gearbeitet hat. Und die Bevölkerung von dem jetzigen Ort hat es halt für die Touristen nachgespielt. War eine Riesennummer damals, als es die DDR noch gab, weil die DDR-Leute durften ja nur in den befreundeten Staaten Urlaub machen und da rannte das Ding wie der Teufel. Da war da richtig schwer was los, aber richtig schönes Hotel, total muckelig angelegt, dieser historische Dorfkern, der danach gebildet wurde, super schön, aber nix, tote Hose. Jammerschade drum, leider. Ja, Rolf schreibt, das meinte ich nicht mit dem Bezug auf die Sonne, die Entschleunigung ist die beste Medizin für die Seele. Das eine bedingt aber auch das andere. Wenn du irgendwo da geschmeidige 45 Grad im Schatten hast, dann bist du automatisch schon ein bisschen langsamer unterwegs und das nicht hetzen und nicht rennen und bla bla bla, das fängt sich irgendwo in dir. Und dementsprechend, wir haben das immer wieder gehabt, wir haben Besucher gehabt, wir sitzen auf dem Bazar, auf dem Bierchen oder auf eine Pommes und die Leute sitzen da und sagen, ja, das gibt's doch nicht. Da auf dem Bazar sind doch locker 300 Leute und keiner rennt und keiner schreit und es ist ruhig. Du hörst nur ein Gemurmel. Wie geht das? Ja, weil die Leute hier so aufgestellt sind, weil die einfach ein bisschen... einen Tacken langsamer machen, weil es im Sommer gar nicht anders geht, als einen Tacken langsamer zu machen und dementsprechend fräst sich das so ein bisschen rein in die Leute. Aber das hast du ja in allen südlichen Ländern. Da, wo es richtig bockelheiß wird, die sind alle ein bisschen chilliger unterwegs und sagen, ja, 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 Manjana, Manjana, oder wie sagen die
Hummer. Ja, nein, ja, aber in, wo ist denn das, Spanien, Griechenland, ich weiß nicht, keine Ahnung. Alle ein bisschen lockerer unterwegs und das ist angenehm, ja. Ja, ja, du kannst, richtig, Sabri, vollkommen richtig, die Entschleunigung kommt in Bulgarien zwangsläufig, das ist so. Und das habe ich in den ersten, ich war beim ersten Mal 3 Wochen hier, als ich das Haus gesucht habe. Und mich hat es vom ersten Tag an abgeholt. Mich hat es direkt am ersten Tag eingefangen und ich habe gesagt, wie toll ist es. Wie schön ist es, dass die Leute einfach nicht so hektisch sind und an dir vorbei rasen wie die Geisteskranken. Ja, mein Land, da will ich hin, weiß ich jetzt schon. Und wenn ich ein Haus bauen muss, wenn ich keins finde, dann baue ich irgendwo eins hin, aber ich will hier hin. Das, ja. Und du hast Bulgarien gekannt. Gell? Und ich habe Bulgarien vorher nicht gekannt, ja. Aber das waren die ersten, innerhalb der ersten 3 Wochen habe ich mich wahnsinnig in Bulgarien verliebt und es ist bis heute so geblieben. Und nachdem ich dann zum zweiten Mal hier war und hier das Gästehaus gebaut habe, boah, ich war echt ein Dreivierteljahr, war ich, ein Vierteljahr, habe ich echt Heimweh gehabt nach Bulgarien. Da war ich, wie lang hier? 5 Wochen, 6 Wochen? Ich habe mich in Deutschland nicht mehr zurechtgefunden. Ich wollte einfach nur zurück nach Brüch. Und das hat echt lange angehalten. Das war schwierig. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich hier bin. Und ich werde auch oft immer wieder angesprochen, ja, wann kommst du das nächste Mal nach Deutschland? Gar nicht. Weil ich sehe keinen Grund. Ich sehe keinen Grund, nach Deutschland zu gehen, weil ich gerne hier bin. Und ich, ja, nicht mal zum Urlaub. Nein, warum? Ich brauche keinen Urlaub von dem Leben, was ich gerne habe, um irgendwo zu sein, wo ich nicht so gerne bin. Was nicht an Deutschland liegt, ich bin einfach lieber in Bulgarien. Und deswegen bleibe ich einfach da mit meinem Arsch. Ja. Gut, Leute, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt oder irgendwas loswerden wollt, dann bitte jetzt, weil sonst würde ich sagen, machen wir hier bald mal einen Deckel drauf. Weil wir sind da doch schon ein Zeitchen online. Und ich soll jetzt auch nicht mehr großartig wissen, was ich noch erzählen sollte. Ich und du noch mal musst eben. Ja halt auch noch kochen. Ja, essen müssen wir auch noch was. Nee, wir haben noch nicht gegessen. Ja, das impliziert natürlich dieses ganze Entschleunigen, Runterkommen und so weiter. Du kannst dich mit neuen Dingen teilweise beschäftigen, die in der Hektik vorher verloren gegangen sind. Also ich habe auch meine ersten Lieder hier in Bulgarien geschrieben, in Deutschland. Weiß ich nicht, hätte ich nicht die Ruhe dafür gefunden. Und ich schreibe die nicht, ich sage mal, die Lieder passieren mir. Und in Deutschland ist mir kein einziges passiert und hier habe ich schon etliche geschrieben. Das, einige fangen hier das Malen an oder Leute, die vorher nie gekocht haben, sagen, ey, ich habe jetzt nicht an die herzustellen und ein leckeres Essen zu machen. Alles dreht sich mit der Zeit, wenn man sich drauf einlässt und einfach schön. Ja, Helmut Fuchs, haben wir uns überhaupt schon gelesen heute? Ja, das freut mich, wenn es dir ganz genauso geht und ich dir aus der Seele spreche, aber das ist einfach nur, was ich berichten kann, was Bulgarien mit mir gemacht hat. Ja, und der Tom schreibt auch. Ich glaube, das ist Gudrun. Oder? Ah ja, Gudrun war ja in Deutschland, richtig, ja. Ja, Liz. Schreibt, ich war Ende Juni für eine Woche
In Deutschland. War schön bei Mama, aber nachher wollte ich nur noch heim. Heim nach Bulgarien. Ja, und wenn man das im Herzen hat, wenn man schon sagt, heim nach Bulgarien, nach relativ kurzer Zeit, so ging es mir ja auch schon damals. Ja, das ist die beste Basis, die du haben kannst, wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich lieber da, wo meine neue Heimat ist. Und Ulrike schreibt, entschleunigt ist das Leben in der Schweiz auch, aber eben verdammt teuer als Rentner, wenn man nur ein paar Arbeitsjahre hier hatte. Ich freue mich drauf, bis auf die 5 von den 365 Tagen, ja, wo ich eben gesagt habe, die 5 hoch. Ja. Ja. Die kriegst du rum, die kriegst du. Ja, du musst halt selber dafür sorgen, dass es nur diese paar Tage sind, weil die wird es geben, da kommst du nicht drum rum. Aber man kann natürlich auch diese 5 Tage beliebig lang strecken. Oder man sagt, ja, heute ist einfach mal nicht so schön, weil jetzt hätte ich gerne meine Familie bei mir oder so. So, ist okay. Dann kannst du auch mal einen Tag nicht so gut drauf sein. Und dann gehst du nächsten Tag wieder nach draußen und setzt dich in die Sonne und denkst dir, mein Gott, habe ich ein geiles Leben. Das liegt bei jedem selber. Das liegt in deiner eigenen Hand, wie du damit umgehst. Man darf auch mal einen schlechten Tag haben, aber dann wieder Krönchen richten und weiter geht's und dann macht's auch wieder Spaß. Ich meine, wer das behauptet, dass er rund um die Uhr hier immer nur laut lachend und fröhlich durch die Gegend springt und Johairasa, wie schön ist das Leben? Naja, dem glaube ich nicht. Also es gibt immer mal einen Moment, wo du nicht ganz so gut drauf bist, aber die Tendenz dazu, glücklich zu sein, die ist in Bulgarien viel, viel mehr gegeben, würde ich sagen. Das gleiche wie in einer Beziehung. Du bist da auch nicht jeden Tag glücklich. Du hast ja auch nicht jeden Tag Kuscheltag mit deinem Partner. Ein Gewitter reinigt die Luft, oder wie heißt es? Richtig, ja. Und glücklich sein ist ja eh ein falscher Begriff, weil du kannst nicht permanent glücklich sein. Dann läufst du irgendwann wie ein Geisteskranker durch die Gegend, weil, oh, ich freue mich und jetzt freue ich mich schon wieder und jetzt freue ich mich nochmal. Zufriedenheit ist das, was man braucht. Nicht Glück. Glück ist vergänglich. Glück ist ein Moment, der ist schön, wenn man den hat, aber den kannst du nicht festhalten. Aber Zufriedenheit kann man erreichen. Ja, schönen guten Abend an der Selbstversorgergarten. Liebe Grüße zurück. Schön, dass du dabei bist. Der war vorher schon da. Ja, mach doch nicht. Gudrun schreibt, wünsche euch beiden noch einen schönen Abend, hab euch lieb. Wir dich auch oder wir euch auch. Und wir sehen uns bestimmt bald. Jo, Ingo, auch an dich, lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt mal langsam hier die Schotten dicht. Genau, Sabri, Kraft des positiven Denkens, richtig. Gut, ihr Lieben, also, ich würde sagen, wir machen Schluss. Jetzt muss ich nur gucken, wie. wir haben erst 2020. Das ist nicht so einfach. Du brauchst 3 Programme für einen Livestream auf YouTube. Aber gut, wie auch immer. So. Wir sagen auf jeden Fall Danke. Wir sagen Danke an jeden, der dabei war. Danke für eure interessanten Fragen und für die netten Gespräche mit euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.